Willkommen zurück bei einem fast leeren Tank. Das ist uncool. Bestimmt habt ihr hier. Scheiß drauf. Schieben wir unser Motorrad halt gleich. Wir fahren los Richtung Lisa. Mitten in der Nacht, das war vielleicht auch nicht die schlauste Entscheidung von mir. Egal. Nein, das war überhaupt nicht die schlauste Entscheidung von mir. Weil das bedeutet nämlich jetzt, ich habe ein kleines Problem. Du stehst eins, du stehst eiskalt an meinem Motorrad. Da ist ein Kanister. Das ist jetzt. Au, au, wo kommst du denn her? Der ist still. So, kann ich jetzt bitte an meinen Motorrad? Ein Verband, sehr schön. Und da ist er kaputt. Ein schöner Hammer. Oh, Scheibenkleister. Wo ist mein Bike? Du hast mich. Okay, du hast mich gesehen, alles gut. Sag mal, ignorierst du mich? Ich bin so gut mit dem PS4-Controller. Wo ist hier hin? Ach, da ist mein Bike. Also langsam wird das jetzt hier echt unschön. Oh shit. Okay, so langsam. Jetzt verbrenne ich mich ruhig gerne selbst, damit ihr mal alle eure Fresse habt. Hat das irgendwie nicht geholfen? Cool, es werden immer mehr. Ich hab langsam dann doch ein kleines Problem. Ah, du stehst noch nicht. Ich dachte, du stehst. Das ist ein super Part-Anfang. So, also die letzten 5 Minuten waren schon mal für die Katz. Halt's Maul da oben. Bett ruft mich, sagte er und legte sich auf die Couch. Na komm, mach hell. Mach es wieder hell. Mach, dass die ganzen Viecher weg sind. Die ganzen Freaker. Bitte. Und schon wieder bereit. Dum, dum, dum. So. Toll. Dafür brauche ich Sprengstoff, um da durchzukommen. Als ob ich jetzt für ein Lager, was ich schon fertig habe, noch Sprengstoff verschwende. Kann ich jetzt bitte mit meinem Motorrad zu Lisa fahren? Ein Sägeblatt. Dankeschön für das Sägeblatt. Meine Ausdauer ist verbraucht. Du bist jetzt eigentlich recht also schneller Dingsen. Oh, guck mal, ist echt ein bisschen am Arsch, das Motorrad. Aber wir brauchen ja jetzt kaum noch Schrott, um das Ding wirklich zu
Das gerade jemand. Tant, Plünderertrupp. Ja und? Das sind mich drin. Aber ich muss aber in eine andere Richtung. Das ist natürlich schlecht. Wo ist denn die Richtung? Hm. Okay. Ich meine, da hinten kann ich immerhin tanken. Wenn ich bis dahin komme. Ich versuche zwischendurch mal an Spritsparen. Okay, das mit dem Spritsparen hat nicht gut funktioniert. Ich versuche so ein bisschen bergab zu fahren, weil dann brauche ich kein Gas zu geben. Ist ja da vorne ist Sprit. Okay, das hier muss es sein. Wie ich sag, ich werde dich retten. Sie muss irgendwo hier draußen sein. Ja, erstmal habe ich einen anderen Job. Hier sind 5, 6 Nester, glaube ich. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ihr wisst ja, wie mein Vorgehen mit Nestern ist. Ich schere mich erstmal nicht um die Freak, hä? Ein Hirsch. Manche Dinge erinnern sich nicht. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Okay, also ich, jetzt, wie gesagt, ich fange erstmal an und zerstöre alles an. Nest. Musst du gleich um die Ecke sein. Nester, die ich finden kann. Das, wie vierte war das? War das das vierte oder das dritte? Lisa. Oh, ich weiß auch, wo die anderen drei sind. Okay, die sind dann da oben. Ja, Moment. Wenn ich jetzt Lisa... Nein. Die können... Nein. Du gehst jetzt nicht Lisa retten. Du gehst jetzt in die Richtung. Weil, wenn ich jetzt Lisa befreie, dann muss ich die bestimmt wieder irgendwo hinbringen. Und dann verlasse ich das Gebiet. Ich möchte jetzt mal ganz kurz wenigstens das hier kurz frei machen. Also das ist ja wohl jetzt irgendwie das Mindeste. Dass wir hier mal ganz kurz klar Schiff machen. Dass wir hier. Da können wir auch tanken. Ach, verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. So, in dem Container ist, glaube ich, eins. Da oben ist wahrscheinlich eins. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Muss ganz in der Nähe sein. So, jetzt können wir reden. Cool, da hinten ist aber noch was Blaues. Ja, aber ganz ehrlich. Jetzt gerade, ja. Kümmern wir uns erstmal um diese. Die ist ja erstmal wichtiger. Hauptsache, ich habe erstmal die Nester zerstört. Das ist... Lass mal nach. Achso, ich bin nachgeladen. Sag mal. Achso, na toll. Irgendwas nichts zu tun? Scheinbar hast du nichts zu tun. Gib mir die Pilze.
So. Lisa, 80 Meter in die Richtung. Da ist ein Freak. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Ja, hast ja gerade gesagt, nicht hier. Wo denn dann? Vielleicht hier? Wie zur Hölle komme ich da rein? Okay, scheint aber richtig zu sein. Wir sind quasi schon. Ach, lass mich raten, ich muss jetzt gleich wieder ein Auto schieben, ne? Surprise! Hier durch, ja. Ja, das geht. Hier drin. Gut, dass wir jetzt den Weg freigemacht haben. Für die Freaker, die jetzt kommen mögen. Oh, cool. Baseballschläger. Wozu haben wir denn eben so ein Sägeblatt bekommen? Hier. Baseball. Säge. Schläger. So. Wo bist du, meine Liebe? Wo bist du? Jetzt gleich rennt die auf uns zu und will uns töten. Nope. She's not. Halt, was? Ich wollte jetzt eigentlich einen Stock höher, aber wo komme ich in einen Stock höher? Achso, das ist natürlich eben selbst noch zu enger. Wie komme ich denn einen Stock höher? Ich soll anscheinend. Ach, ich muss zum Schrank wahrscheinlich. Die versteckt sich irgendwo in einem. Nein? Oh, ist das Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Hm. Essen. Das klingt wie etwas, das sie schreiben will. Heißt? She's gone. Fahre zur Position. Suche Buse. Okay, wir haben Lisa. Was? Naja, nicht gefunden, aber. Ja. Whatever. Kommen wir von hier raus? Scheiße! Bin ich gerade gegen die Tür gelaufen? Dicken, du bist. Das war jetzt nicht so schlau, ne? Alles klar. Das ist zwar jetzt nicht mein Motorrad, aber. Okay. Ich wollte eigentlich nur Gas holen. Weil Gasstation und so. Habt ihr mich schon gesehen? Ich glaube ja, ne? Oh, da ist noch ein. Cool. Also. Irgendwie sind hier gerade überall Räuber. Aber können die Freaker das bitte mal irgendwie regeln? Ja, ich glaube schon. Die kriegen das schon alle hin. Ich habe nur halt in meinem Motorrad kaum noch Sprit, deswegen dachte ich mir, ja, holst du dir noch einen Gaskanister. Und diese Räuber. Da. Schon wieder ein Typ mit der Waffe. Nö, ganz ehrlich, ich bin jetzt. Also, warum sollte ich euch. Also. Ich meine, ja, ich kann euch töten. Aber dann, das ist ja wird langweilig. Dum, dum, dum.
würde gerne zu mal. Ach, Betty! Hey. Gutes Timing. Ich finde es schön, dass in den Kanistern wenigstens immer unendlich viel Benzin drin ist. Weil, stellt euch vor, in jedem Kanister sind irgendwie nur 20 und man muss sich Kanister nach Kanister suchen. Das wäre ein bisschen. So bin ich. Ich bin ganz zufrieden damit, wie es gehandhabt wurde mit dem. Dass die Kanister halt. Man kann damit komplett auffüllen. Nehme ich zumindest an. Also, ich habe bis jetzt nichts anderes festgestellt. Ich war schon glücklich, dass ich unbeschadet da. Was ist das blaue Fragezeichen hier? Weiß keiner, ne? Ne, kein Blasenschimmer. Doch da, da ist irgendwer. Mörder und Diebe, alle mit. So, hi, mein Freund. Wie geht's dir da vorne? Ist dir gut? Inventar voll. Das ist natürlich schlecht. Ausdauercocktail. Nein, bloß nicht. Wo ist meine Verbände? Da. Stell mal her, stell mal her. Nein, nicht Ausdauercocktail. Mein Gott. So. Ja, ne, gib mal Sachen. Vielleicht soll ich ihm erst helfen. Wir helfen ihm erst. Hi, Dude. Wie geht's dir? Kann dir leider nicht. Da, jetzt kann ich dir helfen. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. Iron Mike, 1000 Punkte. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Oh. Ich war so gut wie tot. Verdammte Scheiße, Mann. Vielen Dank, oh Mann. Sag ihnen, es war Deacon. Deacon St. John. Okay, lauf einfach weiter und bleib in Deckung. Wunderbar. Nö, lief. Aber muss ich halt entscheiden, wo man die ganzen Leute hinbringt. Ich denke, hier meint da. Und wir wollen dann bitte auch zu. Achso, natürlich kann ich auch noch. Wir wollen dann bitte auch weiter. Und damit sind wir auch auf jeden Fall schon auf Stufe 1, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir sollten diese blauen. Also auch wie gesagt, eben der Typ, der am Balkon steht. Hätte ich den vor den Infizierten, beziehungsweise vor den Freakern gerettet, dann hätte ich das gleiche auch schon machen können. Also ich muss unbedingt Aufschau halten, weil so kriegt man halt dann tatsächlich doch ein paar Sachen, Dinge zusammen. Gut, jetzt muss ich wieder ans andere Ende des Camps. Ist die süß. Das erinnert mich an frühere Spiele wie Driver 1 oder Driver 2. Da ist das auch so. Da kann man keine Leute überfahren, die springen einfach aus dem Weg. Beziehungsweise die springen dann tatsächlich auch in Gebäude rein. Also im Sinne von, die springen dann einfach so weg, dass man die nicht töten kann. Genau, dann gucken wir mal eben, was mit Busa ist. Aktivierst du die Konzentration, hört sich deine Presse. Ich wollte mal sehen, was der Faulpelz so treibt. Wie geht's, Boosman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Busa. Hey, du darfst hier nicht rein, Deacon. Was ist hier los? Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Okay. In Ordnung. Es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Was? Du willst was kaputt hauen. Ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen. Eddie, ich kann. Dick.
Mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte, geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Wo kriegen wir jetzt Antibiotikum her? Halte 3 gedrückt, um dein Fahrzeug zu schieben. 4 gedrückt. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier mal ganz kurz zum Metzger. Ja, es geht so. Er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Was? Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Fairwell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, 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 genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Ich vertraue dir nicht, mein Freund. So gar nicht. Dieser Drifter. Er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff. Gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... Ah, ja. Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Ich mag Skizzo nicht. Aber gut, wir wissen jetzt, wo wir Antibiotika bekommen. Oh, jetzt siehst du es. 92%. Vertrauen erhöht. Freundlich. Hey, wir sind freundlich. Ist auch relativ klar. Skizzo, auf dich können wir immer zählen. Oh, Scheiße. Und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch umzuhängen. Ich verstehe, warum. Also, Iron Mike hat sich mit den Rippern... Ja, verbündet ist falsch, aber die haben eine Art Waffenruhe quasi. Alles westlich gehört den Rippern und die Ripper machen dafür hier im Osten quasi nichts. Jetzt haben wir natürlich den Spaß, dass wir uns da natürlich einmischen wollen. Ja, hab ich nicht. Ist ja auch witzig. Haben wir auch Bock drauf. 7400, wo haben wir denn plötzlich... What the hell? Aber wir haben anscheinend, dadurch, dass wir den Vertrauenssprung gemacht haben... auch unfassbar Geld bekommen? Was ich jetzt nicht schlecht finde. Hallo. Aber... Das ist alles für heute. So. Wie geht's dir? Dann wollen wir mal gucken. Motor. Steigert die Höchstgeschwindigkeit des Bikes. Gute Wahl, schick und robust. Auspuff 2. Geräuschereduzierung, schön. Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht?
Kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Aber ich, ob das hier verbessert die Traktion. Was auch immer. Naja. Aber ja, okay. Soweit sind wir dann damit. Ich bin hier, wenn was ist. Ja, das ist schön, dass du da bist. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz bei den Waffen vorbei, weil eigentlich... Ach, vorher Waffen. Oh, das ist Beute. Wie läuft's? Das sind nicht die Waffen. Hallo. Hey, Blair. Nee, die mag ich nicht. Das ist eigentlich nicht... Also, eigentlich ist die Talon nicht uninteressant. Magazin 5... Schuss. Okay, gucken wir mal später. Und, ja. Dann speichern wir mal. Und dann wird der Part tatsächlich mal wahrscheinlich der kürzeste Part, den wir bis jetzt hatten. Aber so ist das nun mal. Und da, speichern. Ich sag, bis zum nächsten Part. Wir schaffen Videos. Euer Hedi.